So oder so bei Lollipop Chainsaw. Und wir waren letztes Mal bei Job to Shop und haben uns ein paar neue. Nein, was ist ein paar neue? Ist gelogen. Wir haben uns eine neue Fähigkeit geholt, nämlich die hier. Na, ja, fett zustechen mit der Kettensäge. Sehr, sehr schön. Das möchte ich jetzt auch mal an lebenden, naja, untoten Objekten testen. Ich sag jetzt einfach mal nicht lebend dazu, weil lebend ist alles andere als die Typen. So, schauen wir mal, ob wir welche finden, bei denen wir Spaß haben können. Und wir haben uns die Gesundheit ein wenig upgraded. Oh, ich kann die Kamera ja nicht drehen. Okay. Von mir aus. Kommen sie runtergelaufen. Wie so Vollidioten. Ganz ehrlich. Ich renne nicht auf eine auf ein Chili und eine Kettensäge zu. Das ist schon. Das wäre mir suspekt. Ah, und du auch noch. Und du siehst auch scheiße aus. Und du sowieso. Du hast eh nur noch einen Arm. Was bringt's dir denn weiter zu leben? Jetzt hast du gar keinen mehr. Zack, so sieht's nämlich aus. Oh komm, ernsthaft, such's euch ein Zimmer. Da würde ich lieber Walrosse zuschauen als euch. Aber muss ich ja zum Glück auch nicht. Oh, sehr schön. Zum Glück können sich Kopflose nicht mehr küssen. Nice. Lolli Nummer 2 gesammelt. Haben wir Lolli Nummer 1 gesammelt? Ich glaube ja. Ich weiß es gar nicht mehr. Wie koche ich Zombies? Und coole Tipps im Pausenmenü ein. Ja, das haben wir schon herausgefunden. So, jetzt lass mal ganz kurz schauen, dass wir hier hochkommen. Können wir können die Kamera hier immer noch nicht frei drehen? Jetzt würde ich hier gerne mal unter den Rock schauen. Nein, hier geht's immer noch nicht. Ja, weil viele von euch haben es auch schon gesagt. Oh, man kriegt einen Trophy dafür. Ja, ich weiß es. Ich weiß es. Ich habe es beim letzten Mal nur nicht lang genug gemacht, weil da verdammte Zombies waren, die mein Gesicht essen wollten. Was ist euch lieber? Also ich meine, ihr würdet wahrscheinlich gern sehen, wenn mein Gesicht gegessen wird, aber... no. Holy shit, yes. Oh, ho, ho, ho. Deine Vajazzle erstmal aufgemacht. Das sieht aus wie ein aufgeklappter Döner, Mann. Das ist voll widerlich. Oh Gott. Es ist so unglaublich, wenn man sich durch seine eigenen Sprüche anekelt teilweise. Ich weiß auch nicht. Es ist eine Gabe, über die ich mich nicht, weiß nicht, ob ich so gut freuen soll. Na, völlig egal. Wir machen hier noch ein bisschen mehr Kirschkompott. Was? Also ich weiß nicht, ob ich ja das... Nein, nein. Nicht mein Papa, das ist komisch. Lass. Über sowas reden wir nicht. Da werde ich ganz rot und muss kichern wie ein kleines Cheerleader mit der Kettensäge. Verdammt. Boah, holy shit. Also das Rumspringen ist schon eine sehr, sehr gute Sache. Und sollte inflationär eingesetzt werden, wie von mir hier. Weil ansonsten... ist man ziemlich am Arsch, habe ich das Gefühl. Die hauen halt auch schon dann ganz schön schnell zu. Ich meine, die zählen sich nicht so viel mit jedem Schlag, aber trotzdem. Das läppert sich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist schlimmer, als wenn er Chili gegessen hätte jetzt. In seiner Hose. Glaub mir. Chili ist der Himmel im Vergleich zu einer Kettensäge im Arsch. Das ist auch so eine Sache, die ich niemals erleben möchte. Kettensäge im Arsch. Voll der Abturner, ich weiß auch nicht. Ich finde es so niedlich, wie so rosa bluten. Einfach nur, das ist so geil. Die Köpfe noch mit diesem, was weiß ich, Robert Unicorn Attack Schweif im Prinzip runterkommen. Ah, oh, das ist so awesome. Achso, jetzt können wir es mal machen. Ja, wie? Was, sie hält die Hand davor sogar. Nein. Ja. Komm schon. Komm schon. Sei nicht so, Menno. Krieg ich da auch einen Trophy dafür? Habe ich das schon aus Versehen gemacht? Werde ich nicht aufgenommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich muss mal nachschauen nachher. Ich glaube aber eigentlich nicht. Whatever. Egal. Wir alle wissen, dass es eine Trophy dafür gibt. George. Okay. Mein Telefon klingelt. Wo kann ich denn da ran? Hier? Wo ist denn das drin? Es stand dran bei Wie koche ich Zombies? Kann man irgendwie was vom Telefon machen? Wo ist denn das? Hallo? Muss ich jedes Mal ins Menü gehen, um das Telefon abzunehmen? Nee, funktioniert nicht. Ja, ey, keine Ahnung. Ich habe jetzt keine Zeit ranzugehen. Nope. Geht nicht. Au, holy crap. Oh, George, Mann. Hör auf, Mann. George, Junge.
Wir waren Freunde. Erinnerst du dich nicht mehr an mich? Okay, nein, mit dir bin ich nicht befreundet gewesen. Aha. Es ist manchmal schon echt grauenvoll, so köstlich zu sein. Ich nehme mal einen Lolli. Oh, ich habe 4 Stück. Nice. Wo kommt ihr denn her? Das ist nur noch George. Nur noch du und ich, Junge. Haha. Haha, weil ich es kann, Junge. So von den Zombie-Trollen finde ich super. Yes! George war also ein spezieller Zombie mit Namen und so ein Zeug. What? Okay. Ich wusste nicht, dass ich auch Killing Floor dazu gekriegt habe, wo ich das Spiel gekauft habe. Das ist ein bisschen aggressiver und schwieriger. Das habe ich mir fast gedacht, aber ich nehme einfach mal diesen Modus hier. Und dann müssten die ja mit, theoretisch, wenn sie nicht gelogen haben, mit einem Schlag tot sein. Ja. Ah, das war Jerry, so viel zu Jerry. Das ist sein Kollege Barry gewesen. Mit ihrer Schwester Mary. Und ja, die sind Geschichte. Verdammt. Unrein und uncool. Oh hey, ja, hier stimmt. Hier saß er auf der Parkbank rum. Na, wollen wir mal gucken. Nick, are you here? Was noch von ihm übrig ist. Nick? Oh, please. Hinter dir? Julia! Ach, komm schon. Echt jetzt? Och, Nick. Oh, man. Schon gerade seine Hobbys sind Masturbation, unter anderem Bass spielen, Badminton und Masturbation. Are you okay, Juliet? Oh, man. Are you? Oh Gott, ja. One bit me. Just a little bit. I don't know what that means. What does it mean? Na, den Regeln nachzuurteilen. Wirst du jetzt zu einem Zombie, mein Freund. Fuck. I'm screwing up your birthday, aren't I? I'm sorry, Juliet. I don't want to fuck up your birthday. My birthday? Don't worry about that. That's the dumbest thing ever. Listen, I know it's stupid. We just started getting serious, but I wanted you to know. I know I've never said it or anything, but I kind of, sort of, you know, love you. I fucking love you. Oh. Und dann stirbt er theatralisch in ihren Armen dahin. Ist mir gerade noch aufgefallen, ist San Romero. San Romero High. Aber what? Ja, ja, klar. Ja. Ich dachte schon. Aber what? Das ist nicht sein Arm. Oh Gott, sag ihr doch immer, dass es nicht sein Arm ist. Okay. Ja, was ich gerade noch sagen wollte, bevor sie ihm den verdammten Kopf abgeschlagen hat. San Romero High. Na, ist okay. Bronze wenigstens. San Romero High, was auf ihrem Shirt steht, ist eindeutig eine Anleihe an Romero, Mann. Im Rang, wo du das vergleichst, dann können wir Zombiegern aus aller Welt, indem du Level nach ganz bestimmten Regeln schaffen musst. Okay, den machen wir jetzt aber erstmal nicht. Wir gehen weiter zur High School. Was geschah an der San Romero High? Dieses Level beginnt ja aber sowas von. Ja, Romero, der, wie hieß er für nochmal? Night of the Living Dead gemacht hat. Ich kann mich auch irren, die heißen alle so unglaublich ähnlich. Und ich habe tausende Splatter in meinem Leben gesehen, von dem er, keine Ahnung, der Kerl, der die Art von Zombies erfunden hat im Prinzip. Diese langsam laufenden, gehirnfressenden. Oh. Julia? What? Am I okay? Yeah. Basically. I feel okay. I feel good. Julia,
I'm not a zombie. Not at all. What? Oh no. Oh my god. Where's my fucking body? Oh fuck. Don't get mad. I didn't know what to do. How am I still alive? How am I still talking without a fucking thorax? Das ist eine gute Frage. I performed a magical ritual on your head. It was really hard. And I don't mean to be a jerk, but I think maybe just a little bit of appreciation is in order. If I didn't chop off your head, the venom would have totally seeped into your brain and turned you into a zombie. Juliet? How? How do you know how to perform a magical ritual on my decapitated head? There's some stuff I didn't tell you before, okay? I didn't want you to think I was weird. I'm kind of, sort of, I... What? Juliet? Don't know how to say it exactly. Zombies! Zombies! Come and kill us now! Oh Gott. I'm a zombie hunter. Dann mach, was ein Zombiejäger auch macht. Ja, ist klar. Don't hate me. What the fuck? Okay, wir haben unseren Freund am Arsch hängen. Ne, einen Teil von ihm. Okay. Also ich meine, ich kannte ja das Cover schon ähnliches. Deswegen habe ich ja schon gesehen, dass er irgendwie nur der Kopf ist, aber... Ich habe mir nicht vorgestellt, dass es so dazu kommt. What the shit? Lunchtime, ja nee, ist klar. Hat deine Mutter kein Brot geschmiert? Weil sie dich nicht lieb hat. Something exploded. What the hell was that? Ups. Nur der Gang. Alles cool. Falsche Taste. Self-Destruct Tutorial. What the f. Was zum Teufel? Das ist so unglaublich weird, dieses Spiel. Ich liebe es. It's Mr. Fitzgibbon. Nicht Rick James? Okay. This kind of math sucks. Okay, ja, drüber springen. Das haben wir ja schon rausgefunden, dass es funktioniert. Wurde uns das, glaube ich, schon zum dritten Mal erklärt? Kann das sein? Ich bin kein Trottel, einmal reicht. Oh, es tut jedes Mal aufs Neue weh. Es ist so schön, wenn der Schmerz nachlässt. Ich sag's euch. Angeflogen kommt. Oh mein Gott, ich bin so froh, wenn wir neue Moves kriegen, weil das wird verdammt awesome, wenn wir einfach noch irgendwie cool rumwirbeln können und so scheiße. Bin mal gespannt, was da noch. Was es da noch so gibt. Wobei die jetzt auch schon ziemlich awesome sind, muss ich sagen. Also so die Moves, die sie drauf hat, gefallen mir schon gut. Jawoll. Also wenn das nicht verdammt cool ist, da weiß ich auch nicht. Yes. Bist du Nummer 8? Hallo? Oh, da ist Nummer 8. Nummer 8 lebt. Was voll mein Witz versaut. Na super. Yeah. Ich gehe da raus. What's this? A bomb? That's royally effed up. It is fucking effed up. Das kannst du so nicht sagen. We should help them, right? Don't worry, I'll take care of them. Oh Gott, so viele zum Retten. Oh, komm schon. Ja, oha, wie der drauf geht da vorne, ich sollte hingehen. Lass diesen. Nein, 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 nein. Finger weg von dem Kerl. Der wirft mir Gold hin. Und dann tanze ich dafür.
Okay. 11 Stück. 11 verdammte Zombies. Naja, okay, wenigstens greifen sie ihn nicht mehr. Bei mir ist es ja nicht so schlimm wie bei ihm. Weil er ist eine Pussy. Schauen dann, sieht aus wie Justin Bieber. Mädchen, geh mal aus dem Weg. Oh, die Chips kann ich auch kaputt machen. Okay, mehr dazu später. Ich sollte erstmal die Zombies aufhalten. Okay. Finger weg, Junge. Kopf ab. So, war's es? Immer noch nicht. Hallo? Könntest du mal... Jetzt kommen, bitte. So, das war der letzte. Okay. Ich will erstmal mein Gold. Vorher gehe ich nirgendwo hin. Gib mir all dein Geld. Let's go hang out after school. Ja, garantiert. Naja, gut, okay, Leute. Ich würde sagen, einen haben wir gerettet von 8. Okay. Die essen ihr Gesicht. Die penetrieren irgendwas in seinem Gesicht. Okay, ich würde sagen, beim nächsten Mal gucken wir in eine der beiden Räume oder vielleicht auch in beide. Und ja, definitiv in beide. Nur in welchen zuerst, schauen wir mal. Und retten die Pussys, die da drin vor den Zombies am Leiden sind, deren Gesichter gegessen werden. Also nicht wir. Also es ist nicht so schlimm. Wir können warten. Bis dahin. Haut rein.